C. Verträge mit muslimischen Verbänden, handwerkliche und politische Fehler der Landesregierung. Es geht hier um einen Antrag der Fraktion der FDP gemäß Drucksache 1751-57. Der Antrag wird eingebracht von Herrn Dr. Stefan Birkner. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Verwirrung um die Verträge mit den muslimischen Verbänden beginnt, zumindest wird es deutlich in der Rückschau, bereits mit dem Koalitionsvertrag von Rot-Grün, der im Jahr 2013 abgeschlossen wurde. Denn da heißt es, dass man einen Staatsvertrag abschließen wolle, obwohl der Ministerpräsident eigentlich Ihnen damals schon hätte klar sein müssen, dass es sich nicht wirklich um einen Staatsvertrag handelt, der zwingend der Zustimmung des Landtages bedarf. Das ging dann weiter. Und man hat lange Zeit von Ihnen nichts gehört. Man hat dann ja fast drei Jahre, zunächst mal 2013 bis Ende 2014, also zwei Jahre zunächst einmal über diese Verträge öffentlich zumindest nichts mehr wahrgenommen, bis der Herr Ministerpräsident in einem Interview in der Hannoverschen Allgemeinen wieder von einem Staatsvertrag sprach und eigentlich sehr optimistisch ankündigte, dass man im Januar 2015 den doch nun, den man zwei Jahre verhandelt hat, unterzeichnen wolle. Und da kommt die zweite große Verwirrung, zumindest wird die hier der Öffentlichkeit dann offenbar zutage. Nämlich, dass das Ganze offensichtlich mit den Fraktionen gar nicht abgestimmt war. Denn es entsponn sich dann ja sehr schnell eine Diskussion über die Frage, ob und inwieweit ein Kopftuch im Unterricht in der Schule getragen werden darf. Die Kollegin Modder und Wernstedt haben sich ja dazu dann auch sehr öffentlich geäußert. Und somit wurde deutlich, dass dieses, obwohl ja die Fraktionsvorsitzenden von SPD und Grüne dort mit am Kabinettstisch sitzen, diese Dinge dort offensichtlich nicht erörtert worden sind. Nur das Bundesverfassungsgericht hat Ihnen dann aus der größten Not geholfen mit der Entscheidung im Januar 2015 und wieder passierte lange Zeit nichts, bis im Dezember 2015 die Vertragsentwürfe öffentlich geworden sind. Man hat den Eindruck, auch das eher ungesteuert, nämlich auch hier wieder gerade was die eigenen Reihen angeht, offensichtlich vorher nicht abgestimmt und kommuniziert. Denn es ging wieder los, eine Diskussion öffentlich über die Frage der Gebetsräume, wo insbesondere auch sich Kolleginnen und Kollegen aus SPD-Fraktionen dazu geäußert haben. Dazu kommt auch, dass sie offensichtlich gegenüber den Vertragspartnern, den muslimischen Verbänden, den Eindruck erweckt haben, dass sie diese Verträge mit den Fraktionen abgestimmt haben und dass eigentlich einer Verabschiedung, wie es dann auch öffentlich verlautbart wurde, vor Weihnachten 2015 aus deren Sicht nichts im Weg stünde. Auch hier haben sie diese offensichtlich in dem Glauben gelassen, die Dinge seien klar, obwohl es längst nicht der Fall ist. Und man hat den Eindruck, dass ihnen dann eigentlich erst richtig klar geworden ist, dass es sich keineswegs um einen Staatsvertrag im Sinne der Verfassung handelt, also nicht verfassungsrechtlich vorgesehen und vorgeschrieben ist, dass der Landtag zustimmen muss. Denn dann wird klar, und Sie äußern das dann, auch Frau Modder äußert das dann, dass eine großmögliche Zustimmung im Landtag angestrebt wird, in dem Wissen, dass Sie selbst in Ihren eigenen Reihen für das, was Sie verhandelt haben, vermutlich keine ausreichende Mehrheit finden können. Und dann findet ein Rückzug auf Raten statt. Nämlich nachdem ja zunächst es hieß, der Chef der Staatskanzlei kümmert sich darum, der verhandelt, das ist Chefsache, der Ministerpräsident kümmert sich darum, stellt man fest, dass die Kultusministerin nun nach vorne geschickt wird, die dann dort erklären muss, was man denn bisher verhandelt hat, nachdem auch schon längst die öffentliche Diskussion sie politisch überholt hat. Und der Ministerpräsident zieht sich somit zurück. Und ich kann Ihnen sagen, aus der politischen Erfahrung, das ist ein sicheres Indiz dafür, dass bei Ihnen die politische Unterstützung und die Überzeugung, dass das richtig ist, was Ihre Regierung gemacht hat, nicht mehr so groß ist, dass Sie sich damit persönlich verbinden wollen. Meine Damen und Herren, alleine dieser kurze Blick auf die Historie, wie diese Vertragsverhandlungen alleine von Ihnen bisher politisch, kommunikativ und auch technisch geführt worden sind, lässt einen tiefen Blick auf das Verständnis, auf die Bedeutung dieses Themas für die Landesregierung werfen, lässt tief blicken, weil es nämlich zeigt, dass Sie dort die Dinge nicht wirklich durchdacht haben, dass Sie keine politischen Mehrheiten dafür organisieren und dass Sie offensichtlich vor sich hin dilettieren. Meine Damen und Herren, es gibt aber in diesem Kontext einige Punkte, die ich noch ansprechen möchte, auch inhaltlicher Art, wo unklar ist, wo Sie hinwollen. Sie haben in dem Vertragsentwurf, und das ist nicht DITIB und Schura oder den Aleviten vorzuwerfen, Selbstverständlichkeiten aufgenommen. Wenn da drin steht, etwa in Artikel 2 Absatz 1, das Land gewährt der Freiheit, den islamischen Glauben zu bekennen und auszuüben, den gesetzlichen Schutz, dann ist das
so völlig inakzeptabel, weil nicht das Land gewährt etwas, nicht die Landesregierung, die sich ja als Land versteht, gewährt die religiösen Freiheiten, sondern das sind die Grundrechte, die gewähren, und die Grundrechte schützen die Religionsgemeinschaften vor ihnen, vor der Landesregierung. Das ist die Funktion, und solche Dinge dürfen da gar nicht erst falsch aufgenommen werden. Und das zeigt, dass sie sich im Prinzip an einem Baukastensystem bedient haben, dass sie ein bisschen was aus Lockomer-Vertrag genommen haben, sie haben ein bisschen was aus dem Konkordat genommen, das Ganze zusammengemischt und meinen damit, jetzt im Jahre 2015 eine zeitgemäße Antwort gefunden zu haben. Das ist mitnichten der Fall. Meine Damen und Herren, wir haben zahlreiche Fragen zu diesen Verträgen. Sie haben sie sehr, sehr schlecht leider vorbereitet. Wir halten eine öffentliche politische Diskussion dafür dringend geboten, denn nur so gelingt es dafür auch eine gesellschaftliche Unterstützung zu gewinnen. Wir werden die Fragen, die wir an den GBD, den Gesetzgebungs- und Beratungsdienst gestellt haben, abwarten und dann inhaltlich und sehr intensiv damit auseinandersetzen. Aber so wie Sie diese Dinge vorbereitet haben, steht das leider nicht unter einem guten Stern. Herzlichen Dank.